Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, bin ich heute mal in einer ganz außergewöhnlichen Location. Ich bin nämlich bei uns zu Hause in der Küche. Und das hat einen bestimmten Hintergrund. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen auf dem Kanal von Saki. Und der hat dort so Fertignahrung, selbst zusammengestellte Fertignahrung vorgestellt, also so Suppenzeugs da, ne? Und das hat mir so gefallen, dass ich das einfach mal nachmachen möchte. Und genau das ist der Grund, ich habe das schon ausprobiert und ich würde euch heute mal zeigen, wie ich das so handhabe, wie ich das machen würde. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn euch das interessiert, wie ich meine Suppen zukünftig oder meine fertige Nahrung für draußen zukünftig zusammenstelle, dann bleibt einfach dran. Als erstes habe ich mir hier in einem Karton alle Zutaten zusammengestellt, die ich zukünftig für solche Projekte, also für solche Suppen verwende. Inklusive eine ausgedruckte Liste mit verschiedenen Mischungen, die ich hier in diesen Suppen anwenden werde. Ja, ich würde heute mal mit der ersten Mischung anfangen. Wie gesagt, die habe ich schon probiert. So, dann habe ich hier mal alles zusammengetragen. Wir haben also hier die Asia, diese Nudeln, diese Woknudeln. Hier haben wir Sojaflocken. Dann habe ich hier hinten dieses Veggie-Hack. Hier sind getrocknete Zwiebeln, getrocknete Röstzwiebeln, so eine Gemüsemischung, getrocknete Tomaten und eine Tüte Tomatensuppe. So, Grundlage für diese Gemüsesuppenmischung sind die diese Asian-Nudeln. Und zwar sind das solche Wok-Asian-Nudeln und die Grundlage für 500 Milliliter Wasser sind 80 Gramm von diesen Nudeln. Die werde ich jetzt hier erstmal einfüllen. Die kann man, weil das jetzt solche langen Nudeln sind, werde ich die jetzt hier so ein bisschen verkleinern. Da es gibt sicherlich unterschiedliche Formen, aber ich habe jetzt im Supermarkt bloß diese bekommen hier und ich habe die gerne so ein bisschen kleiner, deswegen. Die Asia-Nudeln, das ist eigentlich auch das Einzige, was wir abwiegen müssen. Also, was heißt müssen? Also das ist jetzt diese Menge, die von Saki dort dargestellt wird, die reicht also für 500 Milliliter kochendes Wasser. Und warum jetzt diese Wok-Asian-Nudeln? Ganz einfach, die sind fix und fertig, die brauchen also nur 5 Minuten aufkochen und dann sind die verzehrfertig. Als nächstes zu den Nudeln kommen hier 2 Esslöffel von diesem Suppengewürz, von diesem trockenen Suppengewürz. Da machen wir jetzt hier 2 Esslöffel rein. Ich habe jetzt hier diese Mischung aus dem Supermarkt. Es gibt im Internet natürlich auch große Packungen von, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, aber die sind auf alle Fälle auch preisgünstiger. Also wenn man das öfters macht, ist es vielleicht sinnvoll, wenn man sich hier eine große Packung zulegt. So, da hätten wir das Gemüse. Als nächstes, lass mich schauen, kommt eine Prise getrocknete Zwiebeln. Da haben wir hier, da geben wir jetzt mal so eine Prise, ja, getrocknete Zwiebeln. Naja, noch ein bisschen. Na, das reicht. Und dann kommt rein eine Prise
getrocknete Tomaten. Die muss ich jetzt allerdings erstmal schnell schneiden. Ich nehme mal die Schüssel hier beiseite, tue hier das Brett hin und dann werde ich mir hier von diesen Tomaten, da nehme ich mir mal, naja, ich sag mal zwei solche Tomaten nehme ich mal hier raus. So. Mal schnell das Messer holen. Und die werde ich jetzt so ein bisschen klein schneiden. Also nicht zu klein, ich tue die so ein bisschen in Scheiben schneiden und dann kommen die hier rein in die Mischung. So, was ist das nächste? 2 Esslöffel von dem Veggie-Hack. Es gibt natürlich alle Zutaten, die ich hier reinmische, im Internet zu kaufen. Ich habe hier einen Teil, wie gesagt, im Supermarkt gekauft und einen Teil in der Drogerie. Also 2 Esslöffel. Ich mache noch ein bisschen. Ja, so ist gut. Dieses Veggie-Hack. Also quasi vegetarisches Hackfleisch. Und dann haben wir 1 Esslöffel von den Sojaflocken. Auch da schon. Einen Esslöffel rein. Zumachen wir. So. Dann je nach Bedarf Gemüsebrühe, Tomatensuppe. Also das ist so eine Tütensuppe, die ich hier habe. Ich habe hier eine Tomatensuppe. Man kann auch Zwiebelsuppe nehmen oder Gemüsebrühe oder was auch immer. So, und davon nehmen wir jetzt 1 Esslöffel. So, dann kann man ein bisschen. Okay. Und zu guter Letzt 1 Prise von den Röstzwiebeln. Röstzwiebeln esse ich sehr, sehr gern. Das heißt, da können ruhig. Ja, okay, das reicht. Ja. So, damit haben wir alles in der Schüssel drin. Ich werde das jetzt mit dem Löffel mal richtig schön durchrühren, schön vermischen. Sieht schon sehr, sehr lecker aus. Und jetzt brauche ich das eigentlich nur noch nehmen und in einen Beutel abfüllen. Ich nehme zum Abfüllen, wo habe ich ihn hingetan? Das müssen wir schnell schauen. Ah, hier. Ich nehme zum Abfüllen solche Gefrierbeutel. Da kommt jetzt diese ganze Ladung rein. Ja, mal sehen, dass nichts daneben geht. Wunderbar. Ja, jetzt war gerade der Akku von der Kamera leer. Genau im richtigen Augenblick. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier alles in diesem Gefrierbeutel drin. Man kann sich hier schon im Vorrat verschiedene Mischungen erstellen und ich finde das eine super praktische Sache. Es ist sehr leicht und wunderbar schnell herzustellen. Also man muss diesen Beutelinhalt nur noch mit 500 Milliliter kochendem Wasser aufgießen, ein bisschen verrühren und ziehen lassen. Also innerhalb von, ich sag mal, mit allem drum und dran 10 Minuten hat man ist das Essen fertig und man braucht auch nicht viel, also man hat nicht viel Gewicht und nicht viel, man verliert nicht viel Zeit und es ist sehr nahrhaft und es schmeckt. Ja, das soll es für das kleine Video heute schon gewesen sein. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie ich die Idee vom Saki dort aufgenommen habe und umgesetzt habe. Ich habe hier eine Liste mit 6 verschiedenen Mischungen habe ich mir rausgeschrieben und ja, die kann man so ein bisschen durcharbeiten, mal durchprobieren.
Und ich bin gespannt. Also ich habe es ja schon mal probiert, ich habe es ja schon mal aufgekocht und aufgegossen und schon mal gekostet. Und ich bin wirklich sehr, sehr überrascht und es schmeckt echt gut und es hat auch eine gute Sättigungswirkung. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, das war's schon wieder für das heutige Video. Es war ein kurzes Video und mal was ganz anderes, aber vielleicht hat das den einen oder anderen doch interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und das nächste Video, das wird der Silvesterlauf sein. Silvesterlauf 2021. Und ja, da werde ich so ein kleines Video nebenbei drehen. Auch nichts Besonderes, aber ja, ich möchte euch einfach da mal so auf meine letzte Tour dieses Jahr einfach mal mitnehmen. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!